entsprechendes Item holen. Genau. Sehr gut, sehr gut. Okay. Das habe ich gemacht. Haben wir das Item? Nein. Nein, noch wir nicht. Wir wollten es holen. Genau. Oh, oh. Zeit, oder? Ja. Lauf! Das reicht ja nie. Das ist ein bisschen knapp. Das reicht ja nie und nimmer. Oh, nicht schon wieder! Du dummes Teil. Oh, stirb. Qualvoll, hoffe ich. Okay, Herz. Das nehmen wir mit. Muss kurz sind schauen. Sind wir sicher, dass wir nur diesen Weg haben? Nein, ich glaube. Wir, ah, nee. Fuck. Okay, es geht auch nach unten. Ja, jup. Kann ich da hoch? Oh, fuck. Au, 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 au. Sind das Koronen? Nein. Ah ja, guck mal. Du bist irgendwie einen komischen Weg gegangen. Aha, da. In der Mitte. Nur nicht runterfallen. Ja. Genau. Ah! So viel zu nur nicht runterfallen. Fuck. Gut. Hier unten ist noch einer. Ich habe da einen Block gesehen beim Runterfallen. Ich weiß nicht, ob das etwas bringt. Safe Game laden, ja, aber da das hier noch nicht gemacht habe, mal kurz schauen, was hier passiert. Vielleicht bringt uns das irgendwie liftmäßig wieder nach oben. Ah, jetzt sind wir hier oben. Der Schalter sieht verrostet aus. Ja, okay, Safe Game, oder? Ja, mach mal, mach mal. Wir müssen bestimmt noch da runter, aber wahrscheinlich erst mit dem Item. Mhm. Weil woanders wüsste ich jetzt auch nicht, wo wir dann hin sollen. Ist aber auch nicht so einfach. Nee. Also der ist nicht so präzise in der Steuerung. Gut. Jetzt was wird es wohl sein? Eine Fledermaus. Der Stahlhammer. Yeah. Yes. Nice. Oh, ab. Ernst. Ja, ernst. So, jetzt aber noch nicht runterspringen? Ja. Da vorne, wo der Schalter war, war noch ein anderer Schalter. Ich weiß nicht, was der macht. Ja. Aber es sah aus, als ob man den mit dem Hammer hauen muss. Sehr gut. Kau. Das da. Bin ich doof. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da runter sollen. Oh. Aha. Weiß auch nicht, aber. Wird schon alles richtig sein. Ja, ich glaube auch. Ja. Wenig verwirrt.
Was hast du da für Leute zu Hause immer, Bella? Ja, dem ist spezielle ganz Leute zu Hause. Komisch immer. Wer sollst du wohl sein, wenn du da wohnst? Was ist das für ein dummes Kind? Sorry. Oh Mann. Was sind die Kisten? Weiß ich noch nicht. Also, schon cool gemacht, oder? Ja. Das auf jeden Fall. Ah, muss bestimmt darauf stehen. Die Kiste. Ah. Und kann ich mir schon vorstellen. Kaputt gemacht. Eine hast du ja noch. Und was, wie ist bei dir? Was hast du gemacht? Ich habe Waffeln gebacken. Sehr lecker. Das und wir haben nicht. Heute, oder beziehungsweise Robert hat mit dem neuen Mario Kart hier rumgespielt. Dem neuen Mario Kart? Ja, dieses Kart-Auto mit der Kamera vorne dran und so. Natürlich hat er sich das gekauft. Ist ja klar. Ah, cool. Das Einzige, was... Also, es ist schon lustig, klar. Aber am lustigsten war, dass unsere Katze total misstrauisch war. Sicher. Die hat dem Ding überhaupt nicht getraut. Erst hat sie so geguckt. Und dann hat sie sich immer auf die Couch gelegt, wollte schlafen. Dann lagst du da so. Und immer, wenn das Auto gefahren ist... Augen auf. Immer hinterher gucken. So witzig. Und dann weiter schlafen. Also ich weiß, dass ich das auch hauen kann. Einfach alles hauen, was du hauen kannst. Wird schon richtig sein. Au. Landen. Autsch. Okay. Wer es kann, der kann. Ja, eben. Aber den Schlüssel habe ich noch nicht. Das stimmt, aber den kriegen wir ja bestimmt noch irgendwo. Ja, aber ich weiß, dass ganz am Anfang waren ja auch noch zwei solche Schalter. Schalter, so ja. Ein Turm hier. Kann ich den Ach so, Turm ja, hier genau, hauen. Genau. Stimmt. Irgendwo muss ja auch noch die Karte sein. Du meinst den Kompass. Meine ich ja, genau. Ah, wir haben keinen Schlüssel. Natürlich. Of course. Oh, hallo. Ich glaube, hier war noch eins zum Hauen in diesem Raum. Weiß ich auch nicht mehr. Da fehlt ja ein Teil. Vielleicht da. Soll ich da mal links rüber? Oh, Navi, dreh nicht am Rad. Oh ja, das Gesicht an der Wand. Das kannst du jetzt bestimmt haben. Nein! Pass auf! Eieieiei. Gib alles wieder her, du Arsch. Oh ja. Thank you.
Scheinbar nicht. Oder kann ich es irgendwie... Okay, dann habe ich keine Ahnung. Auf. Der Raum ist mir halt immer noch suspekt, weil da nur eine Skulptur drin war. Ja. Das ist schon sehr seltsam. Chat, seid ihr noch da, oder? Chat ist ihr müsst nicht gehen, wenn ich jetzt hier bin, ja? Also, ihr könnt ruhig da bleiben. Da hat's noch etwas, was fehlt. Da nicht. Da, da. Also theoretisch hätte ich jetzt gedacht, dass wir da... Bin noch da im Rebuild-Lurker. Seid bestimmt zu... Ah, sehr schön, Mira. Ein Mod nicht aus... Alle gleich am hier, hallo. Der Kompass wäre echt mal nützlich, damit man sieht, wo man jetzt genau ist. Das aber kann ich immer nicht so richtig weg sehen. Abgelehnt, Nitro. Abgelehnt. Hier geblieben. Wow. Ja, du bleibst gefälligst hier. Also wenn du wählen könntest. Du brauchst keinen Film gucken. Genau, zwischen uns und das andere und Robert dreht durch. Das ist die Notification. Ja, stimmt, Nitro. Dankeschön, Robert. Also zwischen Nitro, uns suchst du aus, und... Entweder sie oder wir. Genau. Sie oder wir. Bei uns hast du viel mehr Leute. Ja. Frauen gibt's überall. Aber mit uns kann er nicht knutschen, das ist auch doof. Stimmt. Knutschen ist schon größer als Stream. Braucht jemand knutschen? Ja, Nitro will bestimmt knutschen. Hm. Ich meine, also, ne, Film zu Hause gucken. Ein bisschen kuscheln. Da wird bestimmt geknutscht heute. Hm. Da habe ich meinen Hund. Da habe ich meinen Hund. Cool. Jetzt machen wir irgendwie alles nochmal, was wir letztes Mal gemacht haben. Bin nicht sicher, ob das alles richtig ist gerade. Ich würde den Safe State nochmal laden. Was? Ach nee, das ist vor dem Hammern gewesen. Ja? Ja, nein, okay, mach mal. Panik. Du brauchst keine Angst haben. War nur Spaß. Spaß. Hefteinträge. Hefteinträge. Immer habt ihr Besseres zu tun. Eieieiei. Ja, wirklich. Ist schon traurig. Ja. Chat ist halt auch nicht mehr das, was er mal früher war. Nee. Da war mit Popcorn und Kuscheldecke und jetzt Hefteinträge. Ich bin unsicher, was ich machen muss. Supi, hi, wie geht's? Hallo. Ja, ich glaube, wir müssen noch mal dahin, wo wir herkommen. Also. Geh mal hier noch mal raus. Geh mal noch mal ganz an Anfang hin. Und dann geh links rein in die Tür. Kommst du noch mal ganz? Ja. Rempler, das nenne ich Einsatz. Sehr gut. Oh, Popcorn. Oh, cool. Ich glaube, ich mache mir heute auch mal Popcorn. Also, links, rechts, vor, zurück. Okay, habe ich gemacht. Passiert aber nichts. Schade. Gesundheit!
Ich hab der Kekse, ja, okay, das ist auch tipptopp. Corona-krank, ja, genau. Kekse ist auch gut, sehr schön, sehr schön. Sie sind auch nicht mehr, was sie will. Danke, Chat. Ja, wo jetzt? Ja, weiter geradeaus raus. Nein, geradeaus, also das andere geradeaus. Okay. Schoki zählt das auch. Schoki zählt auch, ja. Hauptsache irgendwas zum Knabbern nebenbei und ihr sitzt da und seid komplett gefesselt und gespannt, was hier passiert und genau, wo wir uns noch verirren werden. Und ich habe kein Bier. Prost. Bier! Oh mein Gott! Nein, das ist kein Bier. Oh mein Gott, sie trinkt Bier. Achtung, Schleichwerbung. Oh mein Gott. Kein Bier. Himmelsbier. Oh mein Gott. Himmelsbier. Kinder Bueno. Ich habe gestern auch welche bekommen und habe sie im Auto liegen lassen. Nein. Oh nein, das ist bestimmt jetzt von der Schatz, Sonne. Schatz, runter zum Auto. Los, Schatz, geh. Also, warte, stopp. Da solltest du jetzt eigentlich sein, wo du gerade rausgekommen bist. Also, geh nochmal in die Tür zurück. Da. Ja. Ich habe kein Bueno. Aber Pringles. Hört man das? Ach nee. Ich habe ja die Geräuschunterdrückung an. Ne? Ja. Also. Hier führen Wege ab. Was ist denn links und was ist rechts? Links war der erste Corona. Ach, hier sind wir. Ja. Mhm. Dann müssen wir nochmal hoch zu dem Krater, wo wir den Hammer bekommen haben. Ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich in die Mitte runter. Ja. Ja. Wie sind wir da hingekommen, ne? Boop. Geh mal da rein. Vielleicht ist ein Weg. Oh, der hat eine schöne Truhe. Der hat eine sehr schöne Truhe. Mhm. Alle sind am Chips essen, das geht nicht. Ich komme ja gleich wieder. Nein. Okay. Jetzt ist er angefixt. Das nennt man Influencer. Romero holt sich jetzt auch Chips. Weil alle irgendwas zu knabbern haben. Ja. Meine Schokolade. Please. Oh nein, Rempler. Was hattest du für welche? Die muss doch auf dem Tisch liegen. Mhm. Okay. Danke. Ohne irgendwas dran. Ach so, einfache gesalzene. Okay. Geht auch. Was hast du jetzt da? Was sind das für Chips? Hummus-Chips. Hummus-Chips? Ja, Kichererbsen-Chips. Aha. Mhm. Also. Hummus. Also, Also, die Türe mit dem Dingens war hier. Und das habe ich. Die sind lecker, da nicht mit gesund zu tun. Die sind, Mira, glaube ich, genau der muss jetzt. Der muss jetzt zu Hause sitzen und kann nicht zum Fitness. Hallo? Der kann doch nicht fett werden. Nee, das hat sich ja erledigt. Ich kann jetzt wieder ins Fitness. Bist du jetzt wieder ready to go?
Ja. Schön. Schön. Warst du heute da? Nein. Nein? Aber mein Chef, der sie ja knutscht und alles, hat den Corona-Test gemacht und ist negativ. Und da muss sie sich irgendwie Montag, Dienstag oder Mittwoch angesteckt haben. Da habe ich sie gar nicht gesehen. Also passt jetzt. Und ich bin jetzt seit einer Woche und einem Tag bin ich symptomfrei. Also. Na gut. Mal schauen. Ich werde trotzdem vorsichtig, aber du machst es schon. Ja. Da will ich dir jetzt nichts vorschreiben oder so. Sowieso nicht, so. Du bist alt genug. Soll ich wieder hoch? Ja, irgendwie müssen wir ja jetzt wieder dahin kommen. Weißt du noch nie wie? Ist Nitro schon weg? Mit dem noch. Nee, hätte da bestimmt Tschüss gesagt. Aha. Noch gute Grüße senden. Und ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit mal fragen, ob sie jetzt Schwedin ist. Oder ob sie auch irgendwie deutsch ist oder so. War das Schweden? Nee, Norwegen. So denke ich immer Schweden. Oh, ist alles dasselbe da oben. Finnland, Schweden, Norwegen ist alles dasselbe. Im Norden. Ja. Aber du darfst das gleiche wie einem Hallo Jamiro. Japaner sagt, ja, hallo. Chinesen, das sind alles die gleichen. Sie drehen die den Kopf um. Das war ja auch ein Spaß. Wir sind ja hier nicht rassistisch. Nein, nein. Die vierte Folge etwa oder fünfte Folge, Jamiro. Und jetzt gerade seit 20 Minuten. Ja, ungefähr. Also, wir müssen da hoch. Ach, es war so ein langer Weg. Boah. Und schön aufpassen, erst umdrehen. Yep. Genau. Die Kamera ist aber doof in diesem Moment. Ja, das stimmt schon. Lustig, in der Lava kann ich schwimmen und so und zieht mich nur ein bisschen ab, aber die Feuerwand? Nein. Das ist gar nicht gut. War nicht hier auch etwas, was ich noch kaputt hauen konnte? Ich weiß nur, dass oben was war, was du weggebombt hast, aber. Den hier habe ich ja. Genau. Habe ich auch alles. Nicht ganz so leicht. Ich hab auch gerade nicht so viel. Ah ja, hier sind wir. Da sind die heutigen Bewegungssteuerungen und so definitiv besser von der Switch. Das kann man so sagen, ja. So, jetzt sind wir aber hier. Hier sind wir richtig. Soll ich jetzt hier links hoch? Oder ja. Rechts? Okay. Aber ich weiß nicht, wie wir da hochkommen sollen. Das geht! Was?
So, hier war doch noch einer. Ich glaube, den Turm da hinten kann ich kaputt machen. Und dann war irgendwo noch was anderes. Da ist noch eine Tür. Du kannst ja jetzt eigentlich runter. Weil wenn wir jetzt irgendwo lang müssen, dann... Da unten, glaube ich. Ja, wenn wir hier mal raus sind. Ich habe eigentlich heute schon anders geplant, aber ich habe vergessen, dass wir hier noch drin standen. Hä? Achso, nee, ich glaube, der ist nur zu Zierde. Okay. Wie kriege ich den raus? Das weiß ich noch nicht. Warte. Wollen wir mal gegen Robert einen Speedrun machen? Ocarina of Time, was denkst du, werden wir gewinnen? Klar. Er muss es einfach dreimal machen oder so. Also hat mir jetzt keine Vorteile gebracht, außer das hier, also. Nee. Soll ich jetzt das da noch machen, oder der Tür, oder? Ah, da hinten ist ja noch ein Schalter. Achso, dann mach den mal. Mal ganz kurz. Mhm. Oh. Der Kompass? Ah, nicht den Kompass, oder? Der hätten wir ja eh schon lange holen können. Ja. Aber was soll es sonst sein? Oh. Ja gut, okay. Jetzt verstehe ich, wenn Robert während dem Zuschauen einfach nur noch Facepalm macht. So ist so ja, bestimmt aber schon Gott sei Dank. Oh. Jetzt haben wir ein bisschen... Also ich habe zumindest jetzt ein bisschen Orientierung. Ah ja, genau. Ich würde ja auch so gerne mal sagen, Spiel Zelda 1, aber davon habe ich noch weniger Ahnung als OOT. Und es ist sauschwer. Bin ich jetzt da schon wieder reingekommen? Noch gar nicht, oder? Kann das sein? Oha! Also für irgendeinen Sinn muss es ja haben, dass ich da wieder reinkomme, oder? Ah! Aha. Habe ich das jetzt nicht gesehen? Okay. Dann habe ich nicht mich geachtet. Gut. Da holen wir jetzt schon den Typen raus. Schlüssel. Ah ja, Schlüssel. Sehr gut. Ja. In der Eingangshalle des Tempels befindet sich eine Statue. Sie verbirgt eine Tür. Mit der erregten Korone kannst du auch dieses Problem lösen. Der hat die News nicht gelesen, dass wir das schon gemacht haben. Nee. Nope. Der ist nicht up to date. Das heißt, wieder runter. Okay.
Ja. Jetzt bist du auf der Seite, oder? Nee. Nein, auf der falschen. Ach so. Warte, wenn du die andere Tür nimmst? Hm. Kann ja jetzt hier runter, oder? Ja. Oder naja, so. Hat ein bisschen wehgetan. Nur ein bisschen. Ich hätte mir alles kaputt gemacht, aber ja. So. Mhm. Okay, was haben wir hier? Ein paar Gegner. Sehr gut. Ah, da ist ja noch einer. Der Schlingel. Kompass ist schon praktisch. Oh ja. So einen Raum hatten wir schon mal. Mhm. Nicht auffressen lassen. Ja, stell dich in ihn rein. Ist gute Idee, Romero. Das war IQ 50. Immerhin. Oh Mann. Jetzt hau ihn da einfach mit dem Schwert. Jetzt lass doch den Hammer. Der ist viel zu nah. Ja, eher 200 mhm. Years try oder so. Okay, auch hier ist nur das drin. Oh, schon wieder. Okay, der nochmal. Wieso machst du jetzt mit dem Hammer alles? Das dauert viel zu lange. Nein, der ist viel besser. Das Schwert haut viel schneller zu. Der macht das schon. Siehst du? Ja, jetzt ist er halt abgehauen. Er war ja jetzt auch schon lange unten. Sehr gut, muss ich sagen. Hm.
Oh nö. Okay. Nein, was machst du? Das war nicht so gut. Ich habe auch gar nichts gesagt. Nope. Ich musste ihn ja wieder loben. Aber ich visiere an und er schlägt in die andere Richtung. Da muss ich auch erstmal umgucken, wo er ist. Gut. Autsch. Sehr gut. Nee, da sind wir hergekommen. Also da ist jetzt eben die der Kompass mega praktisch. Das stimmt. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Yes. Hey, Torunia. Machen wir. Ei, so. Magst du scharf, Bolle? Nein. Ganz und gar nicht. Ich habe hier recht pikante Chips gehabt. Das Spezielle an pikanten Sachen ist immer, dass wenn du das isst und am Anfang scharf ist, dann irgendwie bei mir kommt so ein Moment, wo du dann richtig süchtig wirst und irgendwie tonnenweise davon essen könntest. Echt? Mhm. Boah. Geh okay, kurz meine Herzen auffüllen, auch wenn es mich vielleicht umbringen könnte. Wenn du die Pfeile mal auspacken würdest, würde es dich nicht umbringen. Guck, die dir der Gegner sogar geben. Bam! Herzen. Nö. Gar nichts. Fuck. Aber du kriegst bestimmt vorher nochmal die Möglichkeit, dich aufzuladen. Okay. Und du hast zur Not auch noch zwei Feen, glaube ich. Und Milch. Und Milch. Das heißt, du bringst nichts vorbei, Ghostbella. Okay, keine Möglichkeit zum Aufladen. Nope. Aber der berühmt-berüchtigste Boss in Zelda-Spielen. Warum? Den kennt man. Weiß gerade noch nicht welchen. Okay. Alles meins. Zäh. Ich hoffe, du kriegst Bauchschmerzen. Dass du den ganzen Abend nur auf dem Klo verbringst. Ja. Volvagia. Ja. Subterraner. Bla bla bla. Und dann noch mehr Torte rein, ja. Ja, boin. Viel Spaß. Step Browser.
So, mal eine Fee stehen. Einsetzen. Das habe ich alles extra gemacht. Ach so. Natürlich. Aber wir brauchen im nächsten Tempel eh eine leere Flasche, also. Das passt schon. Oder zwei, drei. Zwei bis drei leere. Ja. Okay. Wird jetzt noch eine leer. Ey, ich stehe in seinem Kopf. Ja, nicht in ihm stehen. Das ist nicht so cool. Bewegung bleiben. Bewegung bleiben! Ja, 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 ja! Nicht hauen! Oh. Du kannst sie so nicht hauen, das siehst du doch! Aber er ist fies. Natürlich ist er fies. Soll er ja auch. Mann, wie viel. Also, da war die Spinne weniger schlimm. Ja, das war ja auch der erste Boss. Ja. Warum sieht man die Schatten nicht? Sogar in Mario Party sieht man Schatten. Also, ich sehe die Schatten. Wenn du die nicht siehst, solltest du dir eine Brille besorgen. So, das mache ich nur wegen Robert. Gut, die zweite leer. Ja. Gut. Geschafft und wir haben zwei Bam. Leere Flaschen. Das sollte reichen. Yeah. Oh nein. Und nicht den Herzcontainer vergessen. Ja. Danke. Okay. Sehr gut. Wow. Endlich seit 7 Jahren. Halle der Weisen. Dank sei dir, mein Bruder,
Ich weiß, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank auch im Namen meines Volkes. Du hast dich als würdige Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich, der Runia, offenbare mich dir als einer der sieben Weisen, der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet? Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett erhält die Kraft der Geister des Feuers und der Freundschaft. Nice. Schön. Mhm. Das Gute wäre, wenn er mir seine Kraft überträgt, dass ich jetzt auch ein bisschen mehr Schaden machen würde bei den anderen. Aber nein, vergiss nie, du und ich, nee. Wir sind nur Brüder. Warum ist er schon wieder gestorben? Oder ist er überhaupt gestorben? Er ist bestimmt hier im Tempel jetzt gestorben. Okay. Das hätten wir. Gehen wir ein bisschen Abkühlung verschaffen. Nicht die Fee vergessen, aber wir haben doch... Wo war die Fee? Haben wir die hier noch oben nicht schon? Dann haben doch die hier auf dem Berg und die beim Schloss. Und die andere ist doch, glaube ich, eine Bombe. Ja, nee. Irgendwo da. Ah, nee. Ich habe Bomben gekauft, irgendwie aus Gründen. Ich wollte B drücken, aber... Ja, Robert, mach nicht... sondern sag doch... dass ich falsch denke. Gott. Wenn das Herz zeigt, kommen weiß ich übrigens auch nicht. Noch nicht? Kann sein, dass es später erst geht. Aber ich weiß natürlich nicht. Keine Ahnung. Muss ich Feen mitnehmen? Aha. Okay. Oder die zwei leer lassen? Hier ist, glaube ich, eine große Fee. Ja, ich weiß. Oder soll ich Milch trinken? Ah, nein, ist ja gar keine Fee. Nee. Du brauchst keine Fee. Das schaffst du schon alleine. Ohne Fee. Nach dem Schiff aus dem Wappen der Königsfamilie von Hyrule. Nach der Sache, die wir jetzt machen, da kannst du dann wieder Feen mitnehmen. Brauchst die Milch jetzt nicht verschwenden. Das klingt nicht wie Zeldas Wiegenlied. Warum muss ich Zeldas Wiegenlied immer spielen? Das ist weil das das Königslied ist. Ach so. Klingt schon besser. La la la. Hm. Wieder meine beste Feenstimme rausholen. Erotische Stimme rausholen. Hallo, mein süßer Balmero. Ich bin die Fee der Weisheit. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Yes. Sei bereit. Was haben die
sich bei so einer Fee gedacht? Das würde mich noch wundern nehmen. Mega die Porno-Fee. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Deine magischen Kräfte wurden verstärkt. Du hast nun doppelt so viel magische Energie. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Okay. Die Sprecherin, die das eingesprochen hat. Eingelacht hat. Ja, braucht ihr sonst noch etwas von mir? Nein, das reicht. Stell dir vor, du so bei dir im Studio. Ja, hallo, wir haben Sie heute eingeladen hier, weil wir Sie bitte darum bitten müssen, einmal ganz schrecklich zu lachen. Ja. Ist das Ihr Ernst? Ja, ja, das ist völlig unser Ernst. Bitte einmal richtiges, krächzendes Lachen. Okay. Dann geht so da rein in die Kabine. Du so alles am Einstellen. Und los! Danke, das war's. Tschüss. Genau. Bitte 200 Euro dafür kriegen mitnehmen. Sie jetzt 50 Euro oder so. Huch, hi. Nein, ich mach Backseat Gaming vom Feinsten. Wäre super, wenn der Fleischer da wäre, dann könnte ich ihm zeigen, wie ich ausschaue. Ja, das heute nicht, glaube ich. Wir haben Besuch bekommen. Hallo Besuch. Roberts Bruder. Hallo Robert Bruder. Mein Bruder oder dein Bruder? Ich hab keinen Bruder. Das stimmt sogar. Gut. Also, jetzt waren wir im Waldtempel und im Feuertempel. Weißt du, wo wir jetzt hin müssen? Wassertempel! Ja! Aber also ich habe gerade einen Text bekommen. Willst du Fondue? Okay. Moment, ich muss da kurz schreiben. Okay. Kurz auf wann? Fragezeichen. Ja. Willst du auf einen Kaffee vorbeikommen? Mhm. Wann? Dann wähle die Taste 1. Ein Kaffee. Was ist denn mit mir los? Aber mein Gott, es hat meine Mutter geschrieben, von dem her. Oh Gott! Noch schlimmer. Ich habe nichts gesagt. So, dürfen wir jetzt hier weggehen oder hat noch jemand Einwände dagegen? Nein, gut, dann gehen wir. Halb sieben hat sie gesagt. Das nehmen wir aber schon noch mit. Jetzt haben wir halb fünf. Halb sieben? Ja. Was gibt's denn halb sieben? Eben Fondue. Oh. Wie kriege ich denn das da? Warte, lass mich kurz überlegen. Webebio. Weiß ich gerade nicht mehr. Hallo, Bio. Ich glaube, du kannst einfach runterspringen. Oder? Okay. Nope. Okay. Die flachesten, härtesten Holzbalken. Mit Rückwärtsseite? Kommst du mit einer Rückwärtsseite oder runter? Das war fast gut, fast gut. Meinst du, das ist richtig? Lass liegen, scheiß drauf. Ich mache eh keine 100%. Geh einfach weiter. Du musst nicht jeden Stein kaputt machen. Vielleicht ist da etwas. Unwahrscheinlich. Ich habe ein neues Lieblings-Item. Ja. Vielleicht sagt dann Robert, ja, du hättest es machen sollen. Der ist jetzt eh nicht mehr da. Ach, der so. Ist jetzt... der zeigt jetzt wahrscheinlich seinem Bruder das Mario Kart.
Ein Stein in einem Stein. Aha. Stein geht Holz nicht. Nein. Vielleicht haben wir ja genug, dass ein zweiter schon umgewandelt ist. Schau kurz nach. Nein. Das bezweifle ich. Nee. Oh, die Steuerung ist scheiße. Ach was. Ja. Warte mal. Ja, Piu? Vielleicht ist er im Lurk. Könnte sein. Vielleicht hat er auch was vor. Mhm. Ah, Nitro ist echt jetzt einfach gegangen, oder? Nitro! Der Frechdachs. Der kann sich was anhören. Ja, ja, dann. Aber wenn ich seine Telefonnummer hätte, ne? Und so. Würde ich jetzt anrufen und ihm eine Szene machen. Und eine E-Mail und dann, schreiben. Und dann die Freundin da. Wer war das? Geht noch schon los dann mit Freundin. Streit. Hoffen wir bald Freundin, sagen wir so. In Arbeit. Genau. Epona mag nicht schwimmen. Ich seh's gerade. Ja, Nitro hat heute wieder ein Date. Klingt ihnen doof. Ja, dann Freundin ins Spiel. So. Oh, Zwiebelringe wäre jetzt geil, ey. Nee, einfach absteigen. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, geh doch einfach alleine weiter. Die kommt ja, nicht lange mit. Epona hat sich selber rückwärts bewegt. Ich wollte eigentlich nur A drücken. Und dann, sie ist extrem wasserscheu. Wasserscheu. Jetzt sind wir auch groß. Jetzt sollte es glaube ich klappen, oder? Mit dem Springen. Könnte sein. Nee. Ah, soll ich denen das Lied vorspielen, dort ihr den Froschen? Ein paar mehr Lieder? Die sind glaube ich nur da, wenn du klein bist. Nein. Fruchtzwerg. Das Fruchtzwergchen. Ich habe jetzt nichts gebracht. Definitiv. Aber gut, ich hatte auch nicht so oft Fruchtzwerge als Kind. Hast du es auf der 3DS, das Spiel? Ich? Hm? Ja. Das war die Frage natürlich. Ich glaube, wir haben jedes Zelda. Was war das? Jedes Zelda außer 2 CDI-Teile. Aber ansonsten müssten wir alle haben. Die hatte ich. Wir haben auch eins, aber die anderen kann man gar nicht mehr bezahlen. Und ich hab die in den Müll geworfen. Wir haben nicht mal ein CDI. Ich schmeiß mal alles in den Müll! Ja, ich weiß! Oh Gott, ey! Gott. Alles in den Müll geschossen. Alter. Ja.
So, Prinzessin, wo bist du? Zoras kaltes Reich. Ist kalt hier. Danke vielmals, Cosmic Child. Danke, dass du da warst. Im Spark im Spiel gehabt. Super. Oh fuck. Ja, Bug im Spiel ist nie geil. Kann ich das nicht anzünden oder muss ich alles anzünden? Ich weiß es nicht mehr. Könntest du es theoretisch anzünden, ja. Mir geht mal hoch. Die einzige zwei Feuerquellen und der ist eingefroren. Oh, Bomberman habe ich auch gerne gespielt. Gameboy, oh. Furchtbar. Bomberman habe ich nur auf dem N64 mal gespielt. Ja, und Pokémon ist klar, ne? Ich habe mir damals Pokémon Gelb ausgeliehen von meinem Nachbarn. Und ich hatte keine Ahnung, was ich da machen muss. Da war ich komplett verirrt irgendwie. Lampenadapter. Irgendwie wird das nix. So. Cool. Wo gehst du hin? Wieder zurück. Warum? Das ist eine Bucht oder so etwas. Ich geh doch mal gucken über die Eisschollen. Ach so. Führen ja noch irgendwo lang. Und Chat, euch brauche ich gleich. Wenn wir drin sind, dann sage ich euch, welche Aufgabe ihr habt. Nicht so einfach, ne? Wenn man die ganze Zeit rutscht. Nein. Ich hätte jetzt das nie gefunden oder gesehen hier. Okay. Sehr aufmerksam. Also. Chat. Wenn wir hier gleich wieder rausgehen wollen, wenn ihr merkt, wir sind auf dem Weg nach draußen, dann macht ihr bitte Stopp. Oder ihr schreibt ganz viel in den Chat, bitte Feuer mitnehmen. Okay? Dankeschön. Das ist eure Aufgabe. Genau, das blaue Feuer. Einfach Feuer mitnehmen, bitte sagen. Damit wir es nicht vergessen. Ah ja, Mira, so reden wir uns wieder raus, ne? Ja. Nein, viel Spaß beim Hund.
Gut, gut, gut. Ihr schafft es. Körper neu. Bin ich denn da? Gesundheit! Dankeschön. Ja, guck, genau. Du kannst ja auch schon mal mindestens eine Flasche auf deinen Item-Slot legen. Weil die werden wir jetzt sehr viel brauchen. Und die berühmten silbernen Rubine. Das geht nicht kaputt. Das ist fest. Du kannst hier nicht alles kaputt machen. Ja. Der Hammer öffnet dir alle Wege. Ganz konzentriert, merkt ihr das? Ich weiß gerade nicht wohin, das stresst mich. Sammel doch mal die Rubine ein. Die sind ja bestimmt nicht umsonst da. Aha, aber du hast doch vorhin gesagt, ich sollte nicht sammeln. Hä? Wann habe ich das gesagt? Irgendetwas mit silberne Rubine und... Ich habe gesagt, oh, schöne silberne Rubine. Ach so. Also, das ist ja Rufmord hier, was der betreibt. Ja. Chat, nehmt euch mal kurz einen Kaffee. Das dauert 5 Minuten. Yay! Da haben wir es doch schon. Hannes ist sicher, was denn? Hallo, sicher nicht. Autsch. Oh. Autschi, bautschi. Okay. Ja, wenn immer alles so rutschig ist und eisig und mein Gott. Oh, ja. Ernst? Zum Glück gibt sie Herzen. Muss ich jetzt die Flamme mitnehmen? Was? Service announcement? So. What? Nein. Matthias ist natürlich begeistert, oder? Boah, Schleichwerbung. Ist es gut? Anscheinend
Sie ist sehr gut. Also, Matthias scheint auch sehr angetan. Okay. Ich denke mal, es ist schon cool, wenn du mehr Platz hast, um auch andere Strecken zu bauen und so was. Ist gut, Mira, bis gleich. Bis gleich. Das sieht mir eine Karte aus. Muss ich jetzt so viel mitnehmen wie möglich, oder wie? Wäre schon gut, wenn du dir die Flaschen voll machst. Weil sonst musst du immer hin und her und hin und her. Wir brauchen das noch öfter hier. Okay. Ich weiß nicht, was da drinnen sein kann, dass das so speziell ist, aber wir machen das mal auf. Schon nur ein Köder. Oder 20 Rubine. Aber wir sind eh voll, also scheiß drauf. Aber wir sind schon im Tempel. Nee, nee, nee. Es ist Vorbereitung für den Tempel. Ja. Das heißt Milch auch trinken und Feuer rein, oder? Nein, nein, nein. Nicht? Zwei Flaschen reichen. Okay. Trink jetzt nicht aus, außer in die Milch. Das ist ja immer noch Heilung. Die könnte dir vielleicht irgendwann nützlich sein. Was macht der Mann? Jetzt hat er nicht eine Flasche auf seinem Ding. Nee. Aber gut. Nicht raus wieder. Und Vater beschützt. Ja. Be. Naja, nee, wir sind hier noch nicht fertig. Gibt's noch Wege und so, die auch noch zugefroren sind. Oh Mann, sind fast mühsamer als die Feuerdings. Hast den Bogen draußen. Schieß sie doch einfach verdammt nochmal mit dem Bogen ab. Das geht so viel schneller und so viel mühseloser, als du das denkst. Ja. Ja. Aber, ne? Der Mann aber. Soll ich das? Ja. Da ist auch noch einen da drüben. Ja, mach. Blaues Feuer. Ja, eine schöne Fledermaus. Und ein Herzteil. Juhu. Dann haben wir, glaube ich, 4. Das wäre cool. 3, 6, 8 und dann wäre das das 9. Jetzt 3. Ja.
Was ist das da? Das sieht mal nach einer großen Truhe aus. Ja, nehmen wir, oder? Nehmen wir mit, ja. Ja, ich finde das Spiel immer noch so grandios, wirklich cool. Ja, es ist cool. Das kann man... Da kann man nichts gegen sagen. Dieses Mal habe ich früher den Kompass. Ja, Gott sei Dank. Ist auch ein bisschen labyrinthisch hier drin. Ja. Deswegen ist es ganz gut, wenn man den hat. Okay. Haben wir in diesem Raum alles? Mhm. Möchte ich in diesen Raum da vorne gehen? Also das ist noch nicht der Tempel. Nein. Schön wär's. Hm. Der Wassertempel wird uns richtig abfacken. Okay. Sagt man nicht. Hat sie nicht gesagt. Böse Wolle. Nein. Abfaxen, habe ich gesagt. Komme ich da hoch? Nee. Kann ich auch mit dem da das? Nein. Warum sind die da? Es gibt aber Hilfsmittel hier in dem Raum. Im Raum Hilfsmittel. Nein. Ah. Genau. Oh, guten Appetit. Lecker. Lass dich schmecken. Ja, lass dich schmecken, definitiv, Fina. Du kannst es auch noch dran schieben, dann bist du auf der sicheren Seite. Ne? Ja, es ist. Genau. Oh, ey! Hi! Alter. Ja, jetzt kommt mal wieder raus. So, einer fehlt noch, oder? Ich weiß nicht, was mit denen hier oben ist. Das ist nur so. Ach so. Also die sind unwichtig, sagen wir mal so. Du brauchst die silbernen. Die sind am wichtigsten. Dann ist das noch da, wo eingefroren ist. Könnte sein. Oh,
Oh Mann! Der Mann und die Fledermäuse, die werden keine Freunde. Nope. So ein Krach hier. Ich glaube, du kannst es in Abgrund schieben und dann spawnt es neu. Ah. Ja, vielleicht hilft es ein bisschen mehr. Wenn man zum tausendsten Mal das herumschiebt. Schieberätsel sind immer am schönsten. Wollt ihr das im Chat, dass sie quatschen? Nee, nee. Ja, sorry. Nein. Gut. Okay. Die berühmte Discord-Geräuschunterdrückung ist natürlich ja, genau. Aktiviert. Da hört man nicht mal ein Klatschen. Also ist so. Nein. Was? Was? Ja, du sollst nicht da runter, Romero. Ja. Weiß nicht, was das hier ist. Ich hab gar nichts. Gut. Okay, jetzt habe ich alles leer. Warte, sind wir jetzt hier am Anfang? Ja. Ja. Cool. Dann gehen wir mal wieder dahin, wo wir gerade waren. Sind da auch silberne drinnen? Ja. Mm-mm. Nicht? Nein. Das ist ein blauer. Ganz sicher. Ganz hundertprozentig sicher. Okay. So, dann auffüllen und dann... Gehen mal dahin. Eine Aktion und hinauf genau dasselbe. Ja, das ist doof. So, einfach automatisch hoch. Oder, ich meine, nicht automatisch hoch. So. Jetzt darfst du hoch, Link. Dankeschön. So gemein. Was machen wir eigentlich als nächstes für ein Zelda? Haben wir uns das mal überlegt? War, wir sind noch lange nicht fertig. Ja, aber man kann ja schon mal drüber reden. Theoretisch stehen noch viele aus. Wie viele noch? Also, abgesehen jetzt davon, ob du die spielen kannst mit irgendwelchen Mitteln oder nicht. Mhm. Es fehlt Zelda 1, Zelda 2. Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Spirit Tracks, Phantom Hourglass. Na?
Link Between Worlds. Okay. Also eigentlich alle Handheld-Teile, glaube ich. Bis auf Zelda 1 und Zelda 2. So, die Sache ist, wir können Zelda 1 spielen. Ich glaube, Zelda 2 ist auch möglich. Aber Zelda 2 ist mega schwer. Spirit Tracks und Phantom Hourglass ist auch möglich. Da musst du aber deine Wii U behalten. Weiß nicht, wie da deine Bereitschaft steht. Ja, ja. Ich glaube, du bist froh, wenn du sie in Müll schmeißen kannst. Ja, Müll schmeißen. Ansonsten. Aber eigentlich. Wir haben schon recht viel eigentlich. Mhm. Wenn es mal so sieht. Gut, Zelda 1 würde auch wahrscheinlich nicht lange gehen, aber dann muss Robert mitmachen, weil sonst sind wir komplett lost. Gut, jetzt konzentrieren wir uns erstmal. Hast du das gemacht? Ne? Also hast du das schon gespielt? Zelda 1? Ja. Nein. Hallo Robert. Ich habe, glaube ich, mal angefangen. Ja, hallo Robert wurde gesagt. Hallo. Also Romero schafft es heute noch. Vielleicht. Ja, vielleicht. Der Hassgegner Fledermäuse. Alter. Pfeil und Bogen. Sie sind dein Freund. Benutze sie. Dann. Mir fällt kein Reim auf Freund ein. Mein Gott! Mach einfach! Oh. Nehmt es gleich alle? Weiß ich gar nicht. Yes. Ja. Wow. Sieht ja geil aus. Was für ein cooler Raum. Hier ist bestimmt nichts Böses. Oh nein. Oh Mann. Anna. Die ärgern die Katze. Die kommt nie wieder zu uns hoch. Die macht übrigens voll Terror heute. Das ist nicht das beste Spiel aller Zeiten. Kannst du rein vergessen? Oh, Alter, gerade gesagt, Mario Kart. Oh, sorry. Ist besser als OOT. Oha. Zeige okay, Gewiss, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Mensch. Wenn du hierher kamst, um die Zoros zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Wieso? Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Zoras zu retten? Dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Zeit entschwindet, ja, Menschen entscheiden, ewig wie des Wassers Fluss. Zu königlichen Streben reift des Kindes Mut, junger Liebe, Knospen erblühen groß und stark, des Wassers Kraft allein dies schafft.
Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Sehr gut. Weißt du, was ich mir gemerkt habe? Ich darf den Dings nicht ganz an den Anschlag tun. Ich muss einfach so leicht und dann geht es eigentlich ziemlich okay. Ach so. Ja. Sehr gut. Ich muss aber kurz aufs Klo. Geh aufs Klo. Bolero, werden uns wiedersehen. Hachi! Hachau, pau! Okay. Oh nein. Doch, jetzt kurz aufs Klo. Ich wollte gerade noch sagen, bleib da lieber drin stehen. Ja, okay. Gut, dann können wir hier ja wieder rausgehen, wenn Romero zurück ist. Geh Pipi machen. Ju. Oder Kaki, was auch immer du musst. Was macht ihr da jetzt? Eskaliert ihr gerade? Oh Gott. Man kann so nicht zur Strecke fahren, so bis hier rum und dann wieder so zurück und so. Okay. Ja, mach dir mal. Ihr macht Spaß. Ist noch irgendjemand da aus dem Chat, der nicht lurkt? Die Lurker, ihr müsst nicht aus dem Chat kommen, ja? Aus dem Lurk kommen, meine ich. Bleibt schön da. Ja, der ist nicht da. Ist ja nicht unser Chat. Ach so. Ist ja. Ich streame ja nicht über uns, sondern über jemand anders. Beziehungsweise ich bin nur eingebaut in den Stream. Da. Nein, das ist so unser Fan. Nicht seiner. Der dabei ist, ist super. Ja, der ist schon cool. Nein, Shiny bleibt im Lurk. Ja, das stimmt. Also, wie der zu uns gefunden hat, ist schon krass. Ja. Hast du den Chat gecallt? Ich habe alle gecallt, ja. Ja. Ist ja mal wieder da sein hier alle. Wir sind alle heute, hin. Heute sind alle hin. So langweilig Lurk. Kann OOT nicht sein. Leute, wir gehen gleich in den Wassertempel. Aber hallo Shiny? Ach so, OT. Ja. Nee, Twilight Princess ist besser. Nicht schlecht. Sie hat uns alle aufgeweckt. Ich muss euch ja mal mobilisieren hier. Nix ist hier langweilig. Ja, sehr gut, Shiny. Cool. Hallo, Shiny. Romero, eigentlich ist es schade, dass du jetzt selber dran denkst. Ich wollte, dass du jetzt fast bis zum Ausgang rausgehst. Und Nein. Dann wollte ich gucken, ob der Chat dran denkt an seine Aufgabe. Hallo? Was ist das denn? Ich nicht Tactical Nuke. Alter. Niemals. Aber der Chat sollte ja erinnern und die haben es vergessen. Haben sie es vergessen, Chat? Anscheinend ja. Keiner hat was gesagt. Ich bin enttäuscht von euch. Bin jetzt nicht sauer, aber ich bin enttäuscht. Oha, das ist schlimm. Ich bin nicht enttäuscht. Ja, das ist schon ewig her mit den Lava-Cordies. Muss ich jetzt das anziehen oder so? Noch nicht, oder? Schon gut. Nö.
Die haben wir jetzt geholt als Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Der Schrecken. Der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Kennst du den Schrecken, der die Nacht durchflattert? Darkwing, oder wie heißt es schon wieder? Ja, ja. Doch. Gut, der Romero. Ich habe jetzt gerade einen kurzen Moment, aber gedacht, es muss doch das sein. Darkwing. Wenn wir rausgehen, habe ich gesagt, Bella. Bevor wir wieder rausgehen. Weil wenn wir draußen sind, ist es nämlich zu spät. Das war falsch. Ja, jetzt muss ich auch nicht mehr selber dran gedacht. Pusht euch. Kriegt alle heute kein Abendbrot. So. Wie war es Stream noch mit Pascal? Sehr gut, sehr gut. Nächste Woche werden wir haben beide Urlaub und wir werden definitiv ein paar Mal am Nachmittag Far Cry spielen. Aber ihr habt Far Cry 4 gespielt? Gibt es nicht schon Far Cry 5? Ja, wir haben wieder so Back to the Roots. Das war das erste Multiplayer-Game, was wir zusammen gespielt haben. Deshalb. War es nicht Dying Light? Nein, ich glaube, es war das andere. Achso. Nee, ich sage nicht, ich kann jetzt vielleicht mit dir reden von hier aus. Boah. Ich glaube, es geht bestimmt, aber Navi ist halt wieder woanders. Nein, Navi ist wieder irgendwo. Sie ist wieder mit Gedanken ganz woanders. Encore une fois. Prima, da können wir abends Minecraft spielen, genau. Nicht nur, also wir haben nächste Woche... Ganz viel Among Us. Ja, unter anderem. Und wir haben noch ein neues Game vor. Was willst du? Red mit mir! Was hat sich Navi denn schon wieder rum? Wo ist sie, Alter? Hallo! Navi! Die Stadtland-Fluss spielen wir. Aha, ja, okay. Jetzt. Dankeschön. Oh, ich fühle mich wie neugeboren. Seid ihr erst, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Ist denn noch jemand? Scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes, nehmt bitte diese Rüstung. Mit der könnt ihr nun auch unter Wasser atmen. Yeah. Dora-Rüstung. Nehmen wir. Gekauft. Eingepackt. Los. Na gut. Bei Jan ist immer wichtig. So, jetzt kurze Feuer. Frage. Nein, zwei. Also spielen jetzt anderthalb Stunden. Sollen wir in den Tempel jetzt schon reingehen oder nicht? Oder sagen wir machen nächstes Mal komplett den Tempel fertig? Was sagt der Chat? Mach mal eine Umfrage. Nicht vorbereitet. Ja. Da kriegt sie mich jetzt wieder, ne? Warte mal. Kann eine Weile dauern. Warte, hier so. Und dann hier das. Und dann... irgendwo das da und der da und hier so hat es jetzt gebraucht, muss ich den Fisch nehmen? Fisch 2 und Rubine, what the fuck. Cool, ist ja nicht so, dass du den kostenlos irgendwo kriegst. Soll nein, ich Creeper. Den kaufen? Was? Warum? Weiß nicht, vielleicht ist der ganz besonders oder so. Nein. Die Tüte vom Fisch ist so teuer. Ja, so. Ich bekomme nicht mal ein Glas über. Abstimmung läuft. Auf geht's. Wie es mir geht? Gut.
Soweit, ja. Bisschen besser könnte es gehen, aber ansonsten gut, ja. Und selbst, Shiny, müsst ihr jetzt mal gucken, dass wir es bald mal auf die Reihe kriegen, dass wir uns sehen. Dass ich mal nach Salzburg komme. Aber ich weiß aber, im Moment ist halt alles so schwierig ein bisschen. So. Wo bist du da jetzt eigentlich gerade? Und wo möchtest du denn hin? Also, meine Idee ist, dahin zu gehen. Da. Und da mit den aber Stiefeln. Du würdest jetzt. Aber du würdest jetzt einen riesen Umweg laufen. Also größer könnte der Umweg gar nicht sein. Sheik hat dir doch gerade ein Lied beigebracht. Ich habe ja Lied. Das bringt einen ja genau zum Tempel. Runter, rechts, rechts, links. Anstrengende Arbeitswoche. Das ist immer nicht schön. Ja, wir wollen zum Hühnchen essen. Wir haben unentschieden irgendwie. Echt? Bis jetzt jedenfalls. Oh. Nee, es ist... Gut, ist schwierig. ja. Super Abstimmung. Gucken wir uns erstmal hier um. Ich glaube, hier kann man sowieso ein bisschen was machen. Wenn das Wasser den See also ausfüllt, ziele auf die Morgensonne. Stimmt, der ist eh leer. Der ist eh leer. Das heißt, wir müssen eh erstmal ein bisschen was machen. Bevor wir, glaube ich, da hinkommen. Wobei weiß ich gar nicht, ob wir das automatisch... Ach, was weiß ich. Guck dich mal ein bisschen um. Ich hab doch keine Ahnung von dem Spiel. Für sich allein, tanzt auf einem Bein. Oh Mann, brauche ich alles nicht. Immer nur so unnützer Mist. Das war eine Katze nochmal. Gar nicht. Das Katze gibt es, glaub's nicht. Achso. Hast du noch Los Team Keks drin eigentlich? Ja, Hype 4 oder so. Nee, Hype 4 hat Bio gerade gemacht. Dann 5. Aber ist jetzt bestimmt cool da. Nee, das war's nicht. Dann 3. Aber jetzt hat's cool dann, oder? Hallo, ich bin gerade dabei, ja, das Wasser aus dem Hühlersee mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Asa, der alten Frau in Kakariksoks Hexenladen, gesprochen. Sie hat viel von mir gelernt. Oh ja, stimmt. Tauch mal. Ist er schon da? weiß ich nicht, Bella. Ah, da. Hi, PNG. Hä? Hey, du solltest dich jetzt voll erschrecken lassen. Hi. Ja, danke. Ja, Shiny, mach mal Hype 3. Nee, doch. Ja, richtig geile Boots. Los Team Keks! Ja. Los Team Keks! Das war von irgendjemandem die Schwester, die das eingesprochen hat. Die Caro, die vom Alex. Ah ja, genau. Stimmt. Die war schon süß.
Also. Okay, warte mal, da ist noch so etwas, vielleicht hier. Genau, geh mal. Oh, Mann, ihr erschreckt mich immer! Mann! Fahr mir mal einen Fuß und dann denke ich, da ist irgendwas. Sie sehen furchtbar schwer aus. Wenn du sie trägst, kannst du vielleicht am Grund des Sees herumlaufen. Na, dann trotzdem. You don't say. Ja, ich glaube, das ist schon richtig so. Ich glaube, der ist wieder aufgefüllt, wenn wir den Tempel erledigt haben. Ach so. Ja, die Musik jetzt. Ja, ganz anders. Ja, das ist halt immer nervig, dieses An- und Ausziehen. Ich weiß gerade nicht auswendig, wie das aufgeht. Es könnte was damit zu tun haben. könnte. Ah, das glaube ich dir, Shiny. Schön, Shiny. Was hast du gegessen? Oh Gott, wir sind im Wassertempel. Oh Gott. Okay, ist eigentlich nicht so schlimm, Mann. Das kriegen wir doch hin, oder? Ja, easy. Leute, sagt mal. Wassertempel sind immer leicht. Einfach so, wo gibt. Ja. Fangen wir erstmal ganz geschmeidig an. Gehen die Wege, die wir gehen können. Wo wir langkommen. Und dann werden wir schon irgendwas finden. Ja, Blue, du bist nie satt. Das ist ein bisschen zu weit weg. Nee, kann ich nicht. Ja, vielleicht kommt da ja noch was, dass du dann daran kannst. Er weiß nicht, was es hier für ein Item gibt. Melanzani. Was ist das denn? Melanzani. Hm? Oberschienen. Okay. Die Pommes nehme ich gerne. Kartoffelspalten auch. Und der Nachtisch klingt auch ganz gut. Ach, Aubergine. So. Ich hab's leider auch nicht gerne, sogar als Italiener, aber ich hab's auch nicht gerne. Habt ihr mal Auberginen gekocht gesehen, wie ekelhaft die aussehen? Die sehen aus, als wären die verschimmelt oder so. Nee. Aber schön, wenn's euch schmeckt. Ich mag Auberginen nicht immer und Zucchini auch nicht. Und Pilze nicht, und Fisch nicht, und Schieß nicht, und das nicht. Die klingen lustig. Noch nie Ghostbella, ja, die sind, also wenn man es gerne hat, dann sind die sehr speziell. Aber nee, ich hab's leider auch nicht gerne.
ist ein normaler Mensch. Oh nö. Gut, da kommen wir wohl nicht raus. Oh Gott, ich hab jetzt schon Orientierungsschwierigkeiten. Theoretisch, was ich nicht verstehe, wir haben den Dings zu tauchen. Wir können auch herumschwimmen. Mhm. Das macht keinen Sinn. Eigentlich ja. Das macht keinen Sinn. Ja, machen wir Shiny. Genau, wir fangen jetzt mal unten an, gucken uns da um und arbeiten uns nach oben. Okay. Na, hallo! Ah! Oh, wenn ich mich recht entsinne. Bolmero? Hallo, ich bin dein Verlobter. Verheiratet. Oder verlobtet. Oder verheiratet. Du bist Bolmero, oder? Ich bin es, Ruto, deine Braut. Aha, die Prinzessin der Zoras. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Es war grauenvoll von dir, mich 7 lange Jahre warten zu lassen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Zoras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Zoras wurden noch nicht. Ich will sie retten. Alle. Ich will Zoras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Bolmero, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Geht auch so spitze Brüste irgendwie. Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Oh ja. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeile dich. Also einer ist schon mal oben. Hallo, du sollst dich beeilen und dir folgen. Ja, ja, ja. Machst du nie, was man dir sagt? Frauen warten gerne. Nein, da irrst du dich. Jetzt wissen wir, warum Romero Single ist. Der lässt Frauen warten und Frauen hassen es. Gut. La la la. Boah. Okay. WB, Mira. WB. Alter, was geht da ab? Karte. Ist schon mal was wert. Wo ist sie hin? Die Frau? Meine Träume. Tja, du hast sie zu lange warten lassen. Mhm. Ist sie abgehauen.
Er hat definitiv noch junge Beine. Ja. Sehr gut. Hi. Im Not hilft immer einfach der Hammer. Fuck. Also es hört sich nach einem Nein an. Aha. Aha. Autsch. Immer den Hintern entgegenstellen. Nicht der Kompass. Nope. Aber ein Schlüssel. Auch gut. Komme ich jetzt nicht mehr hoch, oder? Da, wo der Spalt gewesen ist vorhin. Mm-mm. Haar im Mund. Was? Haar im Mund? Bläh. Mm-hmm. Bläh. Eklig. Kann ich noch nicht machen. Da fehlt mir ein Item. Mhm. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man hier irgendwie systematisch vorgehen kann. Dass man sagt, man geht erstmal unten überall rein und guckt, was da so ist und dann eine Etage höher und blablabla. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen einfach mal ein bisschen random lustig sein. Ja. Komm. Ich bin so sanft mit dem Controller, wirklich. Falsche Seite!
Kompass! Irgendwie gemein, los, dass die Zeit schon läuft. Ja. Während da noch, guck mal, da ist die Truhe, da musst du dann hin, ja? Ja, genau. Aber die Zeit lasse ich schon mal laufen. Heilige Maria, der wird uns sehr helfen. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen was gut. Okay. Weil wir den jetzt haben. Jetzt können wir halt gucken, wo wir schon waren, wo wir nicht waren und so weiter und so fort. Zumindest bilde ich mir das ein. Autsch. Ja, guck mal, guck mal. Ob die Katze alles tanzt easy immer noch für sich allein. Oh nein. Die arme Schüssel. Hey. Ach, alles Bella runter? Was? Ist alles runter? Geh, geh. Aber es werden noch viele Schüsseln in deinem Leben kommen. Genau. Vielleicht ist es auch eher, weil du vorhin gesagt hast, dass du Dessert isst, eine ganze Torte, und jetzt uns gar nichts geben wolltest. Und jetzt, ja, ist die Schüssel halt da runtergefallen. Karma. Karma, 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 Kamelie. Es ist nur eine Schüssel, Bella. Materielles hat keinen, oder sollte nicht so viel Wert in deinem Leben haben. Sei froh, dass du heile bist. Ja. Und dass du so über mehr das Stream schauen darfst. Genau, genau. Die wichtigen Sachen im Leben, weißt du? Richtig. Das war schön. Oh. Hm. Da musst du wieder eine kaufen, Rosbella. Ja. Was checke ich jetzt gerade nicht? Habe ich doch gespielt? Habe ich doch gespielt? Da ist der falsche Wasserpegel gerade dafür. Oh, oder... Hä? Keine Ahnung. Okay, keine Ahnung, was jetzt war. Komm ich da hoch? Warum machst du eigentlich alles kaputt? Sieh es doch mal so. Jetzt sind die Schüsse und die Tasse wieder vereint. Freu dich für die beiden. Nichts, aber Bella, du musst lernen, dass sowas nur materiell ist. Der kauft halt eine neue schöne Schüssel oder dieselbe nochmal. Du könntest. Du kannst. Ja, du kannst, genau, was scheint jetzt gerade zum Beispiel an Weihnachten kannst du seinen Weihnachtsmarkt gehen und dir da eine neue Lieblingstasse kaufen. Genau. Oh mein Gott. Das darfst du. Das darfst du, Großbella. Sei traurig. Kleber wird immer ja, genau, nicht. Ein Puzzle. Robert, also, komm wieder. Ich glaube, dass wir wieder jetzt irgendwie unten was schwimmen müssen oder so. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt auf der Etage nicht weiterkommen, müssen wir ja irgendwas unten machen. Also, keine Ahnung.
Guck mal, wo wir hier noch nicht waren. Und unten. Mal, da kannst du mal lang. Oh, okay, das ist dann blöder. Hallo, Robert. Ja, das ist wirklich doof. Hast du ihn gehört? Nein, ich sehe ihn jetzt gerade. Ach so. Hörst du jetzt auf, ihn in den Stream zu belästigen? Der hat gesagt, ich soll herkommen. Hat er gar nicht. Doch, habe ich gesagt. Er setzt sich hier hin und sei meine Soufflöse. War da jetzt nichts? Ja, ein Boden, wo ich dann nichts machen konnte. Was, ein Boden? Ja, ein Boden. Mama. Warum konntest du da nichts machen? Weil der Boden vermutlich irgendwie einen Hammerschlag brauchte. Den kann ich jetzt gerade nicht geben. Achso. Hätten wir vielleicht den Wasserstand doch noch nicht hochmachen sollen, sondern erstmal unten über. Aha, guck mal. Geht nicht. Hä? Bombis vielleicht? Habe ja noch Bomben. Stimmt. Ha. Gut. Da ist bestimmt ein Schlüssel. Schlüssel. Yes. Mhm. Den können wir dann wieder gebrauchen. Ja. Wir schaffen das schon. Warte. Nee. Ich weiß gerade nicht mehr, wo das genau war. Also ich weiß, dass wir draußen oben eine Tür hatten, wo ein Schlüssel war. Hier. Oder da. Bei... Nee. Ausgekommen? Nein, leider noch nicht. Nein. Was bummst mich? Hallo? Was? So was habe ich nie gesagt. Ich könnte nicht mal mir hier Sachen unterstellen. Geht so nicht. Bist du der Waffel? Bist du der Tuck? Verändere mal den Wasserpegel nochmal. Nee, warte doch. Hier war irgendwo eine Tür mit Schloss. Außen. Da. Mach das. You're right. Augen sind überall. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob da wieder Dings kommt. Wanna become famous, so irgendwie mit. Achso. Oh, das war bei Skyward Sword. Hä? Ach so! Oh Gott. Ja, gut. Vielleicht habe ich sowas gesagt, aber... Das... Okay, Romero? Gut. Er weiß, was du tun. Muss da drauf bleiben. Mhm. Nein! Oh. Ab. Gleich ein Kumpel. Ah, 2 Jahre Skyward Sword schon wieder hier. Mai, oh mai. Wie die Zeit vergeht. Oh Mann, ja. Mann.
Blabli blub, blabli blub. Wie lange machen wir denn überhaupt heute? Also ich habe 18:30 habe ich Fondue. Fondue? Das heißt, Gut. Oha, 1000 Meter daneben. So 18.10 Uhr, 18.15 Uhr, so in diesem Bereich. Mhm. Schaffen wir den Tempel? Sie ist der überzeugt, war gut. Chat. Das ist ja doch praktisch fertig, sehe ich. Ja, klar. Wo können wir jetzt hin? Da. Da. Du stehst da wie so ein unheimlicher Typ. Bin mal jemand im Rücken. Nein, ich glaube nicht, Shiny. Das wird vermutlich für nächste Woche stattfinden. Jetzt heute Kannst Abend. Kannst dich bei allen in Discord bedanken. Hä? Im Wasser schieben geht nicht. Aha. Ist zu heavy. Zu wenig Leute. Kurzfristig. Als ob hier alle Gamer sind und Samstagabend ausgehen. Also kannst du mir jetzt wohl nicht erzählen. Gamer sitzen Samstagabend und zocken. Das Leben ist für den Arsch. Ja, zum Beispiel Nitro. Ja. Ja, das ist halt das Problem an dem Spiel, dass man da schon eine gewisse Anzahl Leute braucht. Aber gut. Nächstes Machen Mal. Einen anderen Tag. Mhm. Genau. Ist das nicht wieder raus? Das ist der Ausgang, ja. Shit. Okay, nochmal von vorne. Ja, cool. Keine mehr angeschaut, nein, noch nicht. Mhm. Mhm. Ich hab Party Animals geguckt. Bella, also. Ich so weit immer höre. Ich will Einsatzbereitschaft hier. Mann, Mann, Mann. Ah, cool, ja. Mhm. Ist geil, Shiny. Ich hab den Faden sowas von verloren. ich auch. Guck mal auf die Karte. Achso, Game Party Animals, nö. Ich dachte, du redest vom Film. Achso, ich hab Spiel nicht gelesen. Da, Romero. Denk mal kurz nach. Du möchtest den da verschieben, ne? Es geht aber nur, wenn wir den Wasserpegel wieder nach unten bringen. Und dann irgendwie da hinkommen. Aber ich weiß auch nicht wie. Hey, ich hab den. Ich hab verloren, wo ich hin muss und was ich noch nicht gemacht habe. Mach mal die Karte auf, bitte. Gut. Aha. Keine Ahnung. Ist ja auch eine Tür hier oben, wo wir rein können in der Mitte. Check out!
Nope. Also für mich heisst das wieder komplett nach unten gehen und dann den Wasserpegel irgendwie wieder runterfahren. Ja, mach mal. Wird schon irgendwie passen. Wir speichern einfach mal. Ja, ja. Das da in diesem Spiel B nicht zurück heißt, sondern etwas anderes. Hallo, Nadi. Hallo. Ich glaube, ich bin zwar fort dran, aber ich habe es nicht aktiviert. Ah, doch. Doch. Schrei doch nicht so. Also, diesen Raum, wenn ich da jetzt schaue, das habe ich alles. Genau. Hier, das Zeug brennt. Und, jetzt kann ich hier. Aha. Minecraft üben? Was? Bist du jetzt auch im Speedrun-Gewerbe, oder was? Apropos Speedrun, wir haben ja noch unser Event. Wollen wir das machen am 31. Also wirklich Halloween-Event? Oh, da mache ich aber nicht mit. Da bin ich schon verplant. Ach so. Ja. Was macht ihr denn da dann? Bist du das jetzt schon? Ja. Ein paar Sachen wissen wir schon, ja. Ich poste das dann noch in den Chat. Mhm. Ich wüsste ja gerne, was dann so gemacht wird. Mhm. Also einen Teil kannst du vermutlich auch so machen, ohne dass du da am 31. mitmachen würdest. Mhm. Ich kann das Spiel gar nicht mehr. Sind wir wieder hier und kommen wieder nicht weiter? Ist doch scheiße. Nee, hier waren wir noch nie. Bolle. Ja, aber hier geht's ja auch jetzt wieder nicht weiter. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Vielleicht hilft uns das jetzt irgendwie, dass der Wasserpegel ein bisschen höher ist als gerade eben. Könnte sein. Ey, speichere und speichere. Gibt's ja nicht.
Oh, das ist mühsam mit dem Hin und Her. Ja. Geht gut, danke. Statt man die als Item auf den Punkt setzen kann, irgendwie. Nein. Nee, der Wasserstand ist jetzt nur da. Ja. Aber warte mal, was ist das hier? Kann ich das reinschieben? Ich glaube, das bringt uns aber nichts. Doch. Oder doch? Okay. Ist es in 3DS genauso? weiß ich nicht mehr. Ich glaube, beim 3DS hattest du sowieso dein Inventar unten auf Bildschirm. Und konntest dann, glaube ich, einfach draufdrücken und halt wieder ausziehen. So ist es. Oh nein, nicht in der Mitte und da muss ich landen, richtig. Easy. Ich finde es immer mühsam, wenn du so etwas verkackst und dann irgendwie nochmal 2-3 Schalter machen müsstest und dann bis irgendwie das klappt. Mhm. Das ist eine Schlange! Und ein Strudel. Reicht das? Nein, aber ich glaube, du musst da irgendwas. Rennen, einfach drin bleiben. Ja, ja. ja, genau. Ja. Vorsicht, Killermuschel. Jetzt. Benutze doch mal das langsamste Item von allen. Oh, oh. Gut. Und jetzt? Ich glaube, nach oben müsste es ja jetzt weitergehen, oder? Sonst wärst du hier gefangen jetzt. Ja, habe ich jetzt auch gerade gedacht. So. Hä? Hey, kommen wir ein bisschen voran. Da ist bestimmt auch ein Schlüssel drin. Sehr gut. Mhm. Oh, jetzt auch noch beeilen. Gut. Ja! Link, ich wusste es. Okay.
Wollen wir jetzt da runter oder nicht so? Nicht so. Okay. Ich muss das, glaube ich, auf die Hotbar nehmen. Was? Was ist das hier? Ich habe jetzt nichts gehört. Ja, es war das hier. Da im Chat. Spaghetti. Spaghetti. Ravioli. Ravioli. Mamma mia. Chat ist eingeschlafen. Ja, ist wirklich so. Oh ne, jetzt komme ich da nicht mal hoch. Aber das bringt mir gar nichts, das Dingens. Oh Mann. Da müssen wir ja irgendwo anders rauskommen. Kann ich nochmal sagen, dass ich den Wassertempel hasse? Kannst du sagen, ja. Gut. So, unsere Stimmen sind einfach zu beruhigen, okay? Gut gerettet. Genau. Ich weiß gerade nicht, welche Schlüsseltür jetzt dran ist. Waren wir jetzt hier unten in jedem Raum? Schaue kurz nach. Ja. Da ist noch ein möglicher Raum mit möglichem Schlüsselinhalt. Okay. Gehen wir mal looken. Habe ich schon gesagt, dass ich das doof finde? Mhm. Hast du. Ah. Komme da aber noch nicht hin. Ja. Das ist ein anderer Schlüssel. Okay. Dann merken wir uns das. Und dann müssen wir jetzt wohl mal eine Etage höher. Mhm. Weil hier unten haben wir jetzt erstmal alles gesehen, wie es aussieht. Okidoki. Die Musik hilft auch beim Entspannen. Oh. Ja, etwas. Gott sei Dank ist die Musik hier nicht so nervig wie im Waldtempel oder so. Da würden wir ja durchdrehen. Wer von euch mag Karamell? Nein.
Nein? So geile gefüllte Schokolade mit flüssigen Karamell. Boah. Jam, tam, tam. Das glaube ich dir. Okay. Ah, aber nicht irgendwo, wo du dann gesagt hast, irgendwie, ah, da fehlt uns dann noch ein Schlüssel. Bekommen wir noch nicht lang oder so? Vielleicht. Bestimmt irgendwo. Wenn du mir wieder auf den Kopf kommst. Ja, moin! Nein! Oha! Ich call es noch sogar. Ja. Und jetzt kommst du... Der bleibt nicht mal mit drauf. Arschi. Nee, aber nicht dreimal, oder? Den wir gleich. Jetzt darfst du mal einen Schluck Milch trinken. Ich glaube es nicht. Der verarscht uns jetzt komplett. Ja. Steck gleich weg, da ist nämlich noch was drin. Nicht, dass du aus den wegtrinkst. Ja, komm mit runter! Dein Schicksal ist besiegelt, Junge. Und er gibt nette drei Herzen. Genau, immer den drei Herzen. Wir haben noch keine Zeit. Ah, jetzt sind wir hier. Schön. Toll. Weil wir noch... Weil wir einen Schlüssel haben. Jetzt suchen wir gerade das Schloss dazu. Da links. Ah. Wir kommen weiter, weil wir gut sind. Und er hat wieder seine Fressfeinde gefunden. Das war nicht so eine gute Idee. Du nimmst auch, du springst auch genau dann, wenn der gerade weggeht, ne? War sehr klug. Habe ich das nicht super gemacht? Mega. Besser hätte ich es nicht machen können. Habt ihr gehört, Chat? Bolle ist stolz auf mich heute. Ja. Bin ich immer. Wenn du jetzt gut durchkommst, dann haben wir gleich einen guten Punkt zum Ausmachen.
Also. Jetzt warten wir kurz. Du kannst dich daran ziehen. Ja. Und zum nächsten. Und zum nächsten. Und zum nächsten. Zum nächsten. Nicht übernächsten. Nicht wieder übermütig werden. Genau, schön zum nächsten. Ja, jetzt setze oben. Angekommen. Nein, jetzt musst du wieder zum nächsten. Und jetzt nach oben. Jetzt musst du wieder zum nächsten. Nein, schaff's noch. Oh, gerade so. Und du die scheiß Schlüssel. No way. Oh nein, was? Nö. Oh nö, das finde ich jetzt uncool. Ja, ich auch. Lacht er auch noch so dreckig? Du Arschi. Ah, gut, dann müssen wir wohl noch Schlüssel holen irgendwo. Keine Ahnung, wo. Ich weiß doch nicht. Ich auch nicht. Die kannst du noch vergessen. Da kommst du eh nicht an. Okay. Ja, was? Hey, sag uns lieber wo. Ich dachte, wir können jetzt gleich hier schön einen Cut machen. Nee. Ich genieße gleich mein leckeres Fondue. Mein Käsefondue. Mm. Oh, mein Käsefondue. Geil, Mann. Das könnt ihr. Ah, nee, ich glaube, morgen gibt es ja Ofenkäse bei uns. Ja? Ja. Weil wir herausgefunden haben, dass Robert das essen darf. Weil das laktosefrei. Genauso wie Camembert und sowas. Da hat er sich sehr gefreut, als wir gekauft haben und dann geguckt. Da steht ja laktosefrei drauf. Geil. War gut. Ja. Ja, gut. Ich glaube. Wenn uns der Herr nicht helfen will, dann müssen wir jetzt hier Schluss machen. Ich glaube, das müssen wir das nächste Mal machen. Aber ja. Der Tempel wird definitiv noch ein bisschen dauern, sehe ich gerade. Ja, beim nächsten Mal schaffen wir den. Und wenn wir vielleicht nichts anderes schaffen, aber den schaffen wir fertig. Sehr gut. Gut. Speicherpunkt laden. Ja! Das wäre der Super-GAU. Das wäre geil. Erstellen, speichern, ja. Ja.